diesem Video geht es um das zweite universelle Gesetz. Denn so wie es auch physikalische Gesetzmäßigkeiten gibt, genauso gibt es Gesetze, die uns mental und emotional stärken, beeinflussen, die deinen ganzen Tagesablauf und somit dein Gefühl zu dir und deine Ergebnisse und Erfolge verändern. Mein Name ist Anne-Christin Holm, ich bin Online-Business-Coach und ich möchte dich anstecken, dich motivieren, dich inspirieren, für deine Ziele zu gehen, damit du diese auch wirklich erreichst, damit auch in deinem Leben alles leichter und einfacher wird. Dazu habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Bewusstsein und die universellen Gesetze, 10 Gesetze, halfen auch mir, mein Leben komplett zu verändern und Ziele wirklich zu erreichen. Und heute geht es um das zweite Gesetz der Entsprechung. Bevor wir das uns anschauen, möchte ich dich einladen, einfach mal bei dir anzukommen. Halte einfach mal inne, leg die linke Hand auf dein Herz, rechte Hand auf linke Hand und atme einfach mal und komm erst mal bei dir an. Genieße diesen Moment, schenke dir diese Aufmerksamkeit einfach für dich und dein Herz. Und spür mal, wie viel Liebe in deinem Herzen ist. Spür mal die Verbindung. Fühle die Liebe in deinem Herzen. Atme ruhig ein und aus. Stell dir vor, beim Ausatmen pustest du eine Kerze aus und schickst schon ganz viel Energie und Motivation in Richtung deines Ziels. Und spür die Liebe in deinem Herzen. Mach dir selber das Geschenk, du musst jetzt nichts tun, lass alles stehen und liegen und schenk dir einfach diese nächsten 10 Minuten. Und stell dir vor, wie alle Zweifel, Sorgen, Ängste, wie eine schwere Last einfach von dir abfallen. In den Boden hineinfließen, alle Zweifel, Ängste und Sorgen. Und stell dir vor, du atmest Erfolg, Glück, Liebe, Leichtigkeit, Freude einfach durch die Nase ein und atmest alle Zweifel, Sorgen, Ängste aus. Prima. Und so wie du es machst, machst du es für dich genau richtig. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mitmachst. Danke, dass du Ziele hast, dass du an dich glaubst. Zu deinem besten Wohle und zum Wohle so vieler Menschen wie möglich. Denn das wird nach den universellen Gesetzen unterstützt. Und während du so weiteratmest, lese ich dir das zweite Gesetz vor. Das Gesetz der Entsprechung. Das Gesetz wird auch oft als Gesetz der Anziehung bezeichnet. Bei diesem Gesetz geht es darum, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. So wie innen, so im Außen. So wie außen, so im Innen. Das, was du gibst, empfängst du auch wieder. Dein Innenleben spiegelt sich in der äußeren Erfahrung wieder. Und die äußeren Erfahrungen werden wiederum deine Überzeugungen im Inneren stärken. Wenn du dich innerlich wütend oder voller Ängste bist, wirst du auch im Außen mehr Wut und Angst wahrnehmen und dadurch diese Gefühle in dir wieder verstärken. Bei wem macht es da jetzt Klick? Der schreibt mal in die Kommentare Klick. Und wer hat das Gefühl, ach, das weiß ich doch alles, das weiß ich schon lange, das weiß ich, das weiß ich. Der schreibt mal rein, das weiß ich schon seit 1000 Jahren. Genauso ist es natürlich auch andersrum, wenn es deine tiefe innere Überzeugung ist, dass du glücklich und erfüllt bist, veränderst du deinen Fokus, ziehst wie magnetisch noch mehr Glück und Fülle an und wirst noch glücklicher und erfüllter. Und wie viele von euch wollen dieses Gefühl jetzt mit mir manifestieren und das wirklich leben? Denn das Wissen ist das eine. Das Fühlen, das regelmäßige Tun, das Praktizieren, das ist das andere. Und dazu gratuliere ich dir, bist du hier genau richtig. Wir machen das jetzt gemeinsam. Denn alles, was du tust, wenn du erfüllt bist,
dann bist du in der Fülle, im Innen und im Außen. Und dann ziehst du wie magnetisch noch mehr Fülle an. Das ist so ein fantastisches Gesetz. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, da musst du nicht noch mehr tun. Da darfst du einfach bei dir ganz in der Freude und in der Fülle sein. Und bei wem macht es da jetzt nochmal Klick, dass das Wissen alleine nicht reicht? Tu dieses Gesetz auf deine Art und Weise jeden Morgen und am Abend am besten. Tu den ganzen Tag nur Dinge, die dich erfüllen. Verbiege dich nicht, kämpfe nicht. Lass dieses Tun im Außen, was du nur tust, weil dein Verstand dir sagt, das muss aber so getan werden. Sondern geh immer erst in dich vor jeder Aufgabe, sei erfüllt und tu diese Aufgabe mit Fülle. Dann ziehst du noch mehr Fülle an. Und das funktioniert auch wirklich im Business bei der Kundengewinnung. Ich habe das erlebt, als ich für mein Hotel, bei dem ich angestellt war, große Firmen angezogen habe, wie BMW, Audi, VW oder Versicherungen. Es funktioniert wirklich. Bevor du dort anrufst oder hingehst, dich innerlich auf Fülle einzustimmen. Und es funktioniert so. Linke Hand auf Herz, rechte Hand auf linke Hand. Einfach wieder bei dir ankommen. Die ganze Liebe in deinem Herzen spüren. Die Barrieren einfach mal runterfahren, einfach mal loslassen. Dieses Kämpfen, diese Sorgen, diese Zweifel. Und wirklich bei dir ankommen. Du kannst dazu gerne die Augen schließen, ruhig atmen. Und du stellst dir jetzt mal drei Dinge vor, für die du jetzt so richtig dankbar bist. Nur drei Dinge. Und bitte, das ist auch kein Wettbewerb, drei völlig normale Dinge, wo du fühlst, dass du dankbar bist. Zum Beispiel, dass du lebst. Dass du vielleicht Familie, Freunde, Kinder hast. Spür die tiefe Dankbarkeit, wie dir vielleicht mal geholfen wurde oder gerade jemand dir hilft. Dass du einfach da bist, dass du wieder fühlst, dass du wieder zulässt, dieses Gefühl der tiefen Verbindung zu dir, zu deinem Herzen. Denn in deinem Herzen ist ganz viel Liebe. Spüre diese Liebe und Dankbarkeit in deinem Herzen. Mach dir das Geschenk. Lass dich darauf ein. Und erhöhe einfach diese Frequenz in deinem Herzen. Die Herzfrequenz der Dankbarkeit, Freude und Liebe ist die höchste Frequenz. Das ist der Wahnsinn. Und nun fokussiere dich auf dein Ziel. Was ist dein heutiges Tagesziel, was du erreichen möchtest? Stell dir das so richtig vor. Wow. Geschafft. Da, juhu. Jetzt geh mit Dankbarkeit in dieses Ziel hinein, wie es sich anfühlt, wenn du das geschafft hast. Und jetzt stell dir vor, wie du es in Freude tust, wie du in Freude die Telefonate führst, wie du in Freude Statistiken machst oder Steuererklärung oder was auch immer. Das kann das Schönste sein, aber auch das für dich Herausforderndste. Wichtig ist, stell dir vor, wie du es in Freude tust. Was brauchst du dafür? Ist es vielleicht Musik? Ist es erst ein Spaziergang? Ist es ein offenes Fenster, frische Luft? Oder ist es einfach die Einstellung dazu? Oder ist es Ruhe? Oder ist es erst etwas anderes, was dir Freude bringt? Ist es erst Sport, Bewegung? Pack jetzt die Freude dazu und stell dir vor, wie du deine Aufgabe, dein Tagesziel mit voller Freude schaffst. Oder verschieb dein Tagesziel und sag, heute bin erstmal ich dran. Heute kümmere ich mich erstmal um mich. Dass ich wieder erfüllt bin, dass ich wieder stark bin, dass ich wieder wirklich voller Freude bin. Dann gehe ich morgen dieses Tagesziel so richtig voller Kraft und Motivation an und schaffe morgen drei Tagesziele. Das funktioniert wirklich. Du
darfst es jetzt im Innen erleben, damit du spürst, wie das funktioniert. Reden kannst du und ich viel. Der Unterschied macht das Fühlen. Fühle die Freude. Was ist dein Tagesziel heute? Schreib es in die Kommentare. Mach einfach mit. Tu es für dich. So manifestierst du schon jetzt dieses Ziel erreichen in der absoluten Freude. Und das ist der Trick. Der Trick ist einfach in dem Sein, in diesem Verändern des Kampfes, des Überwindenmüssens, des Tunmüssens im Außen. Denn 10% tust du im Außen und 90% passieren unbewusst im Inneren. Das ist unbewusst, das weißt du nicht. Bei wem macht es da jetzt nochmal so richtig Klick? Und diese 90%, die nehmen wir jetzt mit. Wir ziehen jetzt all die Freude an in unser Herz, in den Körper, in das Gehirn, in die Augen, in den Bereich des Sprechens, in den Bereich des Fühlens. Wir ziehen jetzt die Freude rein in das Gefühl. Lade in dein Unterbewusstsein Freude ein, Leichtigkeit, Harmonie, Selbstzufriedenheit, Selbstliebe, Selbstvertrauen, unerschütterliches Selbstvertrauen. Stell dir einfach vor, wie du dich fühlst, wenn du all diese Ziele mit einer Leichtigkeit, ohne zu verkomplizieren, einfach so schaffst. Ta, 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 ta. Und all das, was es dir nicht erlaubt, das in Freude zu schaffen, in Leichtigkeit, lass einfach los. Atme einfach raus oder schick es über die Füße ab oder stell dir vor, du schmeißt es einfach weg. Nutze die 90% deines Unterbewusstseins. Nutze diese Kraft deiner Gedanken. Arbeite mit der Vorstellungskraft. Schmeiß alles raus, feg es leer. Schließ die Augen und stell dir vor, wie du so richtig frei bist, motiviert, fit, voller Elan. Wie in deiner jüngsten Zeit, als du rausgezogen bist, als du kaum Schlaf benötigt hast, als du frisch warst, frei. Und so erlebst du jetzt vor, wie du dein Tagesziel erreichst, im Innen. Lade diese 90% deiner Batterie auf, im Innen. Und erst danach gehst du in die Handlung, erst danach tust du es. Das sind die 10% im Außen. Bei wem macht es da jetzt nochmal Klick? Das ist so toll, wenn du das einmal verinnerlicht hast. Das hört sich immer so leicht an. Ja, das weiß ich. Aber tust du es auch? Nimmst du dir die Zeit? Und stell dir vor, wie du all das tust mit Freude, Leichtigkeit, wie du dein Ziel jetzt erreicht hast. Wo bist du jetzt? Was tust du jetzt? Wie feierst du das jetzt? Wie geht's dir jetzt? Du hast jetzt dein Ziel erreicht. Was für Musik kannst du hören? Was trinkst du? Was isst du? Welche Menschen hast du um dich? Wie befreit fühlst du dich jetzt, wo du dein Ziel erreicht hast? Atme nochmal tief ein und aus. Schultern hoch und runterfallen lassen. All das abfallen lassen. Das Ziel ist erreicht. Du bist da. Und es fühlt sich so schön an. Was tust du jetzt? Womit belohnst du dich? Mit einem Spaziergang oder mit Eis, mit Schokolade oder mit einem Anruf. Spür jetzt da hinein. Geh in diese Freude. Sei erfüllt, nutze dieses zweite Gesetz der Entsprechung, das Gesetz der Anziehung. Und tu diese Dinge heute in dieser erfüllten Dankbarkeit, in dieser Freude, in dieser Leichtigkeit. Du ziehst noch mehr Fülle und Freude an. Mach aus einem Kunden 3. Mach aus einem Abschluss 10. Mach aus einem erfüllten Gespräch, aus einem Mitarbeitergespräch, Kundengespräch, Kollegengespräch, einfach ein riesen erfülltes, schönes Gespräch der Dankbarkeit, der Liebe, der Harmonie. Es ist so einfach. Und für alle,
für die es jetzt noch schwer ist, wo es dir nicht einfach fällt, nutze das gratis Beratungsgespräch, ein einmaliges 30-minütiges Gespräch mit mir. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam sprechen, wo du gerade stehst. Das ist der erste Schritt der Veränderung, die Erkenntnis darüber, wo du in einem Jahr stehen willst und wie du am leichtesten dahin kommen kannst mit der Kraft deines Unterbewusstseins. Es ist so einfach, ihr Lieben. Ihr müsst es nur machen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe es als alleinerziehende Mama geschafft, aus meiner Festanstellung Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche zu Woche, der Kraft meiner Gedanken herauszukommen. Und die Kraft der Gedanken ist das eine, deinen Körper noch mitzunehmen ist das andere. Dafür habe ich tolle Workshops und Events entwickelt, weil ich eben nicht im langweiligen Tagungsraum sitzen möchte, weil ich nicht den ganzen Tag da sitzen möchte, meine Kunden mit Wissen beliefern möchte, sondern ich möchte, dass du dich von Anfang an wohlfühlst in dem, was du tust, auch beim Lernen. Lernen macht Spaß, Lernen macht Freude. Den Körper mitnehmen, Musik dabei hören. Und dazu habe ich einen tollen Workshop kreiert, Kundenmagnet, im Hotel Victory an der Therme Erding. Wenn du mich mal persönlich kennenlernen möchtest auf einen meiner Workshops, schau auf meine Homepage, komm nach Erding oder nach Tenerife. Ich freue mich auf dich.